du da? Mit dem Gewehr und der verrückten Maske? Dein Atem riecht nach Blut. Und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Resident Evil 8. Mit deinem Vater! Dein Vater! Dein Vater bin ich auch! Raus hier! Ja, wir befinden uns nach wie vor in diesem kleinen Escape Room und müssen hier versuchen zu entkommen. Und ich glaube, wir müssen zum Sicherungskasten. Genau, das Bescheid haben wir schon gemacht. Wir haben das Ding eingesetzt, genau. Wir müssen zum Sicherungskasten, genau. Jetzt müssen wir in die Richtung gehen. Und dieses Mal wird uns irgendwas erwarten, das weiß ich noch. Ja, da ist es. Wir müssen weg hier, genau. Renne, das ist so abgrundtief hässliches Teil. So. Wir müssen verstecken, wir verstecken uns hier drinnen. So, wir warten jetzt hier noch ein bisschen. Das war ziemlich schnell hergekommen. Oh, Tick hat Ohrenkrebs, ey, bei dem Geräusch, das ist ja furchtbar. Ich glaube, ich werde hier einfach irgendeinen netten Clip einspielen. Oh, beim Essen die Schlagsahne nicht vergessen, damit man kräftig wird. Gut, ich glaube, es ist weg. Ja, wir müssen ja den anderen Weg. Wir müssen ja... ich habe nicht mehr auf den Schirm gehabt wegen der Tür. Das habe ich ja überhaupt nicht mehr auf den Schirm gehabt. Eigentlich müssen wir ja so rumgehen. Ich hoffe natürlich, das Vieh ist jetzt weg. Ich weiß nicht, wie es auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran ist. Sicherungskasten, Sicherungskasten, da ist er ja. Schöner Sicherungskasten. Aber ja, das Ding, was uns verfolgt, das kann immer wieder kommen. Die Tür der Mutter, die war hier. Können wir vielleicht eine Abkürzung nehmen? Ja, da können wir bloß hier wieder raus. Warte mal. Da müssen wir durch den Korridor latschen. Diesmal hoffentlich ohne irgendwelche unschönen Überraschungen. Okay, diesmal nichts da, sehr gut. Bam, durch die Tür. Durch die Tür. Die Tür der Mutter. So. Jetzt wird's eklig. Renne. Genau, jetzt gehen wir hier rum. Da rum. Bumm. Weil wir das Ding genommen haben, auf dem Rückweg sind, wird es das Ding nicht verfolgen. Ich glaube, ich verstecke mich diesmal unter dem Bett. Ich habe mich ja beim letzten Mal im Schrank versteckt, jetzt werde ich mal unter dem Bett probieren. Oh, Taschenlampe bitte, Ethan, danke. Alter, die Polter. Da ist es schon wieder das eklige Ding. Weg hier. Schwalleren Ethan, nicht umdrehen, nicht umdrehen, Ethan, nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Und wir spielen Metal Solid unter dem Bett. Sehr gut. Wie gesagt, beim letzten Mal war ich ja im Schrank, jetzt bin ich mal unter dem Bett. Mal gucken, ob das so eine gute Idee ist. Ah, guck mal, eine Puppe. Ich überhaupt komplett in das Bett, ich bezweifle mal, ne? Die Geräusche sind so widerlich. Ja,
Ich hoffe, unsere Beine gucken nicht hervor. Ich warte, bis das eklige Ding wieder weg ist. Ich meine, klar, ich könnte jetzt auch einfach losrennen, aber... dann ist das Risiko natürlich hoch, dass mich das Ding weiterhin verfolgt. Und das möchte ich ja nicht. Alter, ist das eklig. Alter, ich glaube, ich kotze gleich. Oh, nee. Du hast nicht aufs Mikrofon, ja. Das Teil würde ich gerne mit meiner Dracoon-Bekanntschaft machen lassen. Komm schon, komm schon. Hauen wir ab. Wir haben die Sicherung. Mit der Sicherung müssen wir zum Kasten gehen. Ach nee, oder? Doch, wir hätten auch so die Abkürzung nehmen können. Ach, egal. Obwohl, warte mal, müssen wir sogar. Sicherungskasten, weiter Weg. Und wir schaffen es. Ich würde noch kurz die ganze Fluchtwege nochmal abchecken. Zur Not können wir hier rein fliehen, genau. Stecken das Ding rein, rufen schnell in Aufzug. Und abhauen. Na komm noch, Jabbadat, komm doch her, hör. Und es kommt rein. Das Ding ist so abgrundtief hässlich. Bam, wir sind drin, sehr gut. Und hoch da, komm, bring mich hier weg. Hast du Angst? Ach komm, Zeit mit Puppen zu spielen. Theoretisch wissen auch, dass doch die gleichen Stellen sind, oder? Also das erste ist auf jeden Fall oben. Das ist safe. Ob die anderen, das ist immer so random, wo die dann ist. Ich habe jetzt keinen Bock zu sterben, ne? Da, gefunden. Guck mal, Psychopuppe. Oben haben wir abgekratzt, müssen wir genau auf die Stimme hören. Thank you.
Da. Gehst du mit Rose auch so um? Schön konzentriert bleiben. Wo kommt die Stimme her? Wir sind gut. Wir haben schon zwei Stellen gefunden. Eine fehlt noch. So. Wo ist sie? Wo ist die Kleine? Das machen wir doch gleich. So. Na bitte, geh mal her. Mal gucken, ob ich dir jetzt Glücksbringer behalte oder auch nicht. Überlege ich mir noch. Eins. Nummer zwei. Jetzt geht die Tür auf, sehr gut. Ich darf wieder meine Wurm verwenden, das ist wunderbar. Die Nacht wird geballert, übelst. Mensch, ich habe gleich auf Anhieb die ganzen Puppendinger gefunden. Ach ja, jetzt kommt der ewig lange Fahrstuhl, wunderbar. So, runter da, komm. Mir ist noch nie aufgefallen, wie cyberspaceig die Fußmatte aussieht. Die gibt es ja auch Bienenwabenmuster in Sci-Fi-Shootern. So. Raus hier, komm. Der große Typ kommt erst später vorbei. Und fehlt noch ein Stückchen. Guck mal hier, anquatschen. Uns fehlt nämlich noch ein Stückchen, ne? Und das werden wir, glaube ich, jetzt auch holen. Mal gucken. Claudia, bei schöner Name. Da, jetzt kommen die ganzen Zombies aus den Gräbern. Ja, das wird jetzt geil. Leute, ich brauche gleich jeden einzelnen Schuss. Fängt das hier schon an oder erst wenn ich da drüben bin? Wenn ich hier hingehe, wird es gar nicht getriggert. Interessant. Aber gleich kommen sie, gleich kommen sie. Ja, jetzt kommen sie. Na denn, traut euch, komm. Pam. 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 Ich will noch stimmen. Ach ja, der Typ. Keiner hat keine Chance gehabt. Bleib da liegen. Aha. Ja, stimmt, die kommt auch noch. Ja, das weiß ich noch. Aber stimmt, da wurde ich später getriggert. Genau. Ja, stimmt, von da draußen kommt die Stimme. Ah ja. Halt mir nicht mal seine Ruhe. Bam. Bleib liegen, Büsche.
Manchmal habe ich mir ernsthaft Sorgen. Wien, wunderbar. 2000, oh, anständig. Damit kann man schön viel rumballern. So, ba-ba-ba-ba-ba-ba. Habe ich auf die passende Murmel dazu? Ich glaube nicht, ne? Nein. Na gut, habe ich das schon beim letzten Mal gelöst gehabt. Dieses Geschoss. Ja, stimmt. Maestros Dingster. Oder wie auch immer das hieß. Pam. Take that. Und weg hier, komm. Ne, hier auf dem Klo. Genau, warte mal. Hier die Binde. Hier die Kurbel können wir hier anwenden. Genau, warte mal, hier. Pam. Das wird hochgekurbelt. Währenddessen holen wir uns schon mal hier das Foto vom blauen Vogel, welchen wir nebenbei schon erledigt haben. Hier sind vielleicht die Schlawiner. Meins. Ey, cool, wenn sie jetzt nochmal da sein würde. Die Puppe, Moment mal, jetzt können wir uns ein schönes Püppchen zusammen basteln. Guck mal hier, warte mal. Kombinieren. Sehr schön, wir haben jetzt ein Püppchen zusammen gebastelt, ist das nicht süß? Eine vollständige Puppe einer jungen Hexe aus einer Saga, sehr wertvoll. Ah ja. So. Na, dann zeigt euch mal hier hässlichen Zombies. Die Ziege haben wir auch schon erschossen. Sehr gut. Ach ja. Knochenjockel ist auch tot. So, nächster bitte. Uns gleich eine ganze Menge. Yeah. Bam, der ist auch weg. Ich könnte schwören, hier beim Grabstein. Beim letzten Mal gab es da auch noch irgendwas zu holen. Da! Sehr geil. Bam. Hm? Ach da, jo. Das ist nur Timmy, der schläft auch wieder, guck mal. Großer Kristall, das ist alles sehr wertvoll, das würden wir natürlich alles verkaufen. So, nächster bitte. Ich habe Kugel mit euren Namen drauf. Der eine war Timmy, das andere war Knochenjockel. Passt schon. He-Man. Oh, warte, hier, speichern. He-Man. Ja, was machen wir jetzt? Das ist eigentlich unsere jetzige Aufgabe. Ich glaube, jetzt zum Fischtypen hingehen, nicht wahr? Lecker Fischblötchen. Ah, wir sind komplett überlastet. Ne, zum Maestro wollten wir noch gehen. Genau, Maestro, das machen wir jetzt noch. Bewegen. So. Mal gucken, ob der blaue Vogel noch mal gespawnt ist. Nein, warte mal. Beziehungsweise, wir können ja auch diesen anderen Grabstein, genau, warte mal, hier, Angie, genau, warte mal, nee. Claudia, genau. Blauer Vogel ist noch hier, nee, der ist weg. Theoretisch befindet sich da auf dem, warte mal, hier befindet sich doch, glaube ich, noch hier. Oder auch nicht. Oh doch. Komm her. Luises Halskette. Und Magnum Bunny. Geil. Hat sich der Papa mal ein bisschen vertan.
Nee, doch, wir können hier durchgehen, doch. Aber wir können nicht über das Gebäude drüber. Oh, warte mal. Hallo? Jemand hier? Ah, ja, stimmt, wir können hier die Abkürzung nehmen, ja. Andere Richtung, wir müssen so rumgehen. Genau. Genau, so, ich schicke das Ding rein. Böp, böp, böp. Hier. Bam. Entriegelt. So, nur mal kurz gemerkt, 27, 9, 17. Pam. Money. So. Bam. Und hier haben wir noch was. Guck mal. Bam. Bam. Was haben wir hier noch? Können wir noch irgendwas plündern? Ich glaube sogar, das wäre alles gewesen. Beziehungsweise, Moment, Schublade. Ja, das war wirklich alles. Okay. Aha. Ich habe mich schon gefragt, was das für ein Geräusch war. Aber nee, nee, war ein Ziegenbock. Hier war ich ein Werwolf drin, genau, den habe ich schon getötet, genau. So, hoch da. Jetzt auf zum Fischtypen. Da jetzt müssen wir noch mal kurz einen kleinen Abstecher beim Friedhof machen. Stimmt, wir wollten noch mal hier, ach Gott, stimmt, wir wollten mal zum großen Grabstein, genau. Ach du Scheiße. Dass wir echt nicht mehr auf den Schirm gehabt. Und jetzt kommt ein ganz großer, das weiß ich noch. Ja. Bist du abgrundtief hässlich. Aber der traut sich nicht, ne? Nee, der hat Angst. Oh, der kommt doch, der kommt doch, der kommt doch, der kommt doch. Popelbrunnen ist noch da, ist klar. Oh, mehr legt, sehr schön. Noch ein paar seiner kleinen Spielgefährten noch mitgebracht. Wunderbar. Nächster bitte. Wow. Take it. Meins, meins. Oh. Cool. Bam. Ja, wir haben ihn. Speichern wir noch kurz ab. Bam. So, wie sieht's mit dem Inventar aus? Ja, wir sind maßlos überfüllt. Das gefällt mir sehr gut. Wir können uns auch was von Duke kochen lassen, nicht wahr? Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Ich wünschte, dass ich mir das nicht gezeigt. Jetzt muss ich leider töten, Duke. So. Mmh.
Ja, mach mal, gucken wir schönes hier. Bam. Nur nicht nachlassen. Bam. Danke. Dann will ich mal. Danke für deine Geduld. Hier deine Portion. Kein schlechtes Mal. Nö. Mal gucken, habe ich noch Zutaten? Natürlich kann ich mir das noch gönnen. Ich hab's doch gerade gegessen, aber egal, ja damit. Nur nicht nachlassen. Ich kann's kaum erwarten. Bin gleich zurück. Kein schlechtes Mal. Oh, kann mich nicht beschweren. Zeit wieder zum Jagen zu gehen, ne? Ich habe gerade aufgestockt. Ich bin gespannt auf die nächsten Zutaten. What do you buy and what do you sell? So, wir müssen jetzt zum Fischtypen. Der ist diese Richtung. Da. Und öffne dich, komm. Der hat hier echt noch einen Schirm gehabt, ne? Jetzt kann ich ihn allerdings Saures geben. Was fällt dir eigentlich fressen zu wollen? Hey, bleib zurück, komm zurück hier. Feige Sau. Ihr habt ja mal jetzt nicht geschafft. Auf die Dash. So. Das Vieh, komm mal her, du. So, wer ist der nächste? Wer will nochmal? Too easy. Geil. Ich glaube, wir können. Ja, Schlamm können wir nicht kaputt ballern, okay. Obwohl, können wir das vielleicht von der anderen Seite öffnen? Ne, das hat die alte Frau komplett dicht gemacht, genau. Schmiedeeisener Schlüssel, ja. Geil. Stimmt, die Granatwerfer haben wir ja schon. Ob wir ihn nochmal benutzen werden, ist die andere Sache. Wir haben haufenweise andere geile Sachen, mit denen wir rumballern können. Hm? Popelbirne, lang nicht mehr gesehen. Ich hab noch einen Wolf gehört, ah. Aber ich sag noch, ich hab noch einen Wolf gehört im nächsten Moment. Haben die hier irgendwas Schönes gebunkert? Nicht so aus, naja. So war ich stehen geblieben. Genau, wir müssen, glaube ich, hier jetzt entlang gehen. Wir müssen den Fluss entlang laufen. Mechanische Tür. Uns fehlt allerdings noch etwas, um das Ding aufzumachen. Genau. Also, gehen wir da lang. Pam. So eklig. Aber beim letzten Mal habe ich einfach mit Granatwerfer dran geschossen. Was für eine Munitionverschwendung.
kurzes Doping. Schweinchenjagd. So. Bleib liegen. Wer tot ist, darf nicht mehr mitspielen. Genau, da müssen wir eine Murmel reinstecken, die wir noch nicht haben. Die berühren wir uns dann später noch. Speichern. Na, weiß ja nie. Jetzt kommt die Mine und ich glaube, wir können in Ruhe einfach mal einen auf Rambo machen. Ja, komm, wir haben endlich Muni. Was will uns das Viehzeug hier unten anhaben wollen, wa? Ja, nicht. Das ist Horbörtchen, die können uns gar nichts anhaben. So, wir sind da. Sackgasse, genau. Wir müssen hier lang laufen. Ebenfalls Sackgasse, aber das wird sich gleich öffnen. Pass auf. Wir rennen hier entlang. Bam. Können wir das Ding eigentlich abschießen? Nein. Zu stabil gebaut. Warte, noch ein bisschen. Das ist so lustig. Du bist dumm. Du redest zu viel. Das war's. Der Eingang ist dicht. Was soll das? Das ist mein Revier. Und ich lass dich nicht gehen. Hier sind Kugelsicher, alles klar. Dinger allerdings nicht. Raus hier. Heute Nacht wird geballert, übelst. Ja, jetzt noch beleidigt werden, na klar. Tu ich nicht. Du bist der Einzige, der bettelt. Hier oben kommen wir dann gehen. Genau, kleiner Abstecher hier hin, genau. Bam. Ich glaube, wir brauchen nämlich eine Kleinigkeit. Allerdings ist alles voller Werwölfe. Ja. Ein paar zu viele, aber wir können es hier durchschleichen. Habe ich am letzten Mal auch gemacht. Wenn ich jetzt natürlich Schuss habe, ich brauche ja nichts auszureizen, niemanden zu provozieren. Ich brauche nur den Schlüssel von da oben.
weg hier. Hier gibt es eh nichts Interessantes zu plündern, also weg hier. Scheiße, das ist eine ganze Menge. Ach, scheiße, scheiße, scheiße. Die haben mich diesmal ganz gut in der Sackgasse, wa? Direkt beim Ausgang steht einer. Im letzten Mal stand da keiner beim Ausgang. Das pisst mich irgendwie an. Oh Gott, nicht der schon wieder. Was sollte ich hier noch Rambo machen? Was meint ihr? Groß, der macht mir Sorgen, ey. Ich muss strategisch vorgehen. Ich kann nicht einfach. Ich muss ja auch ab und zu nachladen, das ist das Problem. Schnellzugriff, wir packen das einfach mal hier hin. Wir gehen strategisch vor, wir können die Dinger dann eh wieder einsammeln. Wir gehen absolut strategisch vor, pass auf, dann machen wir das hier. Ist jetzt vielleicht nicht die cleverste Idee, aber wird uns ein bisschen Zeit verschaffen. Passen wir den Eierkopf einfach mal ein Headshot. Pass auf. Auf dich zu bewegen, Eierkopf. Tschüss, Eierkopf. Ja, ist eine ganz große, genau. Wow. Da brauchst du einen guten Plan hat. Wenn man guten Plan hat, dann ist das alles nicht allzu schwierig. Boah, Alter. Jetzt sind zwar zwei Minen futsch, aber egal. Die haben ihren Zweck erfüllt. Pistolen Muni, sehr gut. Gab es nicht noch irgendwie noch einen Kannibalenschatz? Großes Versteck. Ne, der Kannibalenschatz war da oben irgendwo. Ja, ja, den holen wir uns später, genau. Weg hier. Ah, hier haben wir noch etwas, guck mal. Money. Must be funny. In a rich man's world. Und raus, wir haben den Bootschlüssel. Aha. Theoretisch kommen jetzt zwei Pappnasen hier aus der Hütte raus. Genau, da sind sie auch schon. Tweedledee und Tweedledum. Boah.
Super. Und rein da, komm. Komm, Ethan, wir stechen den See. Was war das? Ein ganz großer Fisch. Und aussteigen, Ethan, komm. Wow. War knapp, ne? Verdammt, was jetzt? Drogen, mein guter Drogen. Warte mal, wie ist die Klinge nochmal? Ah. Verstehe ich auch, das war früher mal ein Arzt gewesen hier im Dorf oder wie oder was es ist. Na egal. Hat er gesagt. Das ist mal richtig. Tja, kein Saft mehr lieber. Wenn ich das Wasser ablasse. Mist, ein Strom. Darum kümmern wir uns. Tag, Duke. Mal gucken, ob wir das noch in diesem Part hinbekommen. Das Schalter- und Schieberätsel, was ich total hasse. Na komm. Echt jetzt? Echt jetzt. Und runter, komm. Da lang. Ja, jetzt sind wir abwarten, wie der Typ ist, genau. Abwarten, Ethan. Wenn wir einen falschen Schritt machen, sind wir Fischfutter. Bam. Hab dich erwischt. Es geht doch. Ist immer noch hinter uns, der Blödmann. Bist du immer hier? Und schieb. Na, jetzt kannst du laut sagen. Eklig, ich weiß. Widerlich. Oh, das Rätsel hasse ich wie die Pest. Das ist wirklich ein ziemlich ekliges Rätsel. So. So. Welche Reihenfolge ist nochmal richtig? Also, es gibt eine bestimmte Reihenfolge, in der wir dieses blöde Schieberätsel machen müssen. So, dann machen wir das hier. Dann machen wir das hier und dann machen wir das hier. Und wir
rennen um unser Leben. Es geht doch, wow. Alter, was für ein Riesenteil. Alter, ich glaube, ich kotze gleich. Hau ab. Scheiß Fisch. Ich bin der Beste. Sagtest du denn Mama auch immer? Sieh her, Mutter. Ich glaube, sie sieht hin und kotzt. Es gibt für Versagen keine zweite Chance. Und hier noch. Oh, Scheiße. Immer schön den Hebel umlegen. Bap. Wow, was für ein Fang. Ich muss hier weg. Da lang. Sackgasse, da lang. Na bitte, es geht doch, es geht doch. Meins. Das brauchen wir, die Kurbel. Das nochmal. Ach ja, stimmt, wir müssen noch ein bisschen rumkurbeln. Guck mal hier, bam, reinstecken. Da. Und jetzt können wir da hochklettern. Sehr gut. Ach ja, Moment, hier. Bam. Yippie. Mach's gut, du Blödmann. Aktivieren wir den Strom. Und Gott sprach, es werde Licht, doch er fand den Lichtschalter nicht. Okay. Und Strom. So, wie war es nochmal? Also. So ist richtig, wegen dem Hebel. Blau, blau, orange, orange. Zeig mir nochmal, komm. Schwarz richtig, bla bla bla. Geht doch.
Und wir lassen das Wasser ab. Geschafft! Sehr schnell, gib mir noch ein Herz auf, wenn ich sehe, wie Tiere keinen Lebensraum mehr haben zum Überleben. So, meine Lieben, würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao!